Da ist das Ding. Ne, warte mal eben. Da ist das Ding. Das Universal Audio Volt 276, ein brandneues USB-Audio-Interface für den Einsteigermarkt vom Erfinder des 1176-Kompressors. Wir schauen zusammen ins Paket, gucken, welche Features das 276 hat und vor allem, wo es sich von den Einsteiger-Interfaces der Konkurrenz unterscheidet. Und natürlich machen wir auch einen Hörtest. Nur für dich in diesem Video und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und manchmal juckt es einem ja schon bei der ersten Vorankündigung eines neuen Produktes in den Fingern und man denkt sich so, muss ich haben. Und so ist es mir mit dieser Box dann wohl auch gegangen. Nicht, dass ich dringend ein neues Audio-Interface benötige. Immerhin habe ich ja in meinem Studio den großen Bruder da vorne im Betrieb. Aber vielleicht nur mal gucken oder zumindest mal ein bisschen hören. Und umso mehr habe ich mich dann natürlich gefreut, dass ich eins der ersten Geräte in Deutschland von Universal Audio ergattern konnte. Und ja, ich habe dieses 276 zugeschickt bekommen, um davon ein Video zu machen. Das hat aber natürlich keinerlei Einfluss darauf, was ich dir gleich sage. Und wenn du mir schon etwas länger folgst, dann wirst du auch wissen, dass ich da kein Blatt vor den Mund nehme. Wir schauen jetzt aber erstmal zusammen in dieses Paket rein, dann setzen wir das gute Stück mal unter Strom und hören uns erstmal ganz ohne DAW an, wie das 276 direkt aus der Box heraus klingt. Vor allem die 610er Preamp-Emulation und die 1176 Kompressor-Emulation, auf die ich wirklich schon unfassbar gespannt bin. Na, da kommt was auf uns zu. Und weil ich mir dafür uns ein bisschen mehr Zeit nehmen möchte, gibt es nächste Woche einen Teil 2, in dem wir dann die mitgelieferte Software anschauen, Aufnahmen machen und hören, wie eine komplette Produktion auf dem Volt klingt. Aber jetzt Trommelwirbel und los geht's. Unboxing im Recording-Blog und was gibt es Schöneres, als brandneue Sachen auszupacken und sich überraschen zu lassen, was wohl in der Verpackung drin ist. Aber schauen wir doch erstmal auf die Verpackung, denn da kann man ja doch durchaus einiges mitnehmen und lernen, was denn wirklich drin zu sein scheint. Hier steht zum Beispiel Volt 276, naja gut, das ist das Audio-Interface, über das wir reden. Aber daneben steht Bus-Powered USB-Audio-Interface. Das bedeutet, dass du hier kein externes Netzteil anschließen musst, wenn du das 276 betreiben möchtest, sondern du kannst es direkt über das USB-Kabel an den Rechner anklemmen und schon sollte alles funktionieren, Phantomspeisung, alles da und du kannst ohne großen Brassel direkt loslegen und damit aufnehmen. Schon mal sehr praktisch. Was steht noch drauf? Hier steht, with built-in ich übersetze das mal, ne? Also mit eingebautem klassischen Analog-Tone-Shaping, also damit ist wahrscheinlich dann die Nachempfindung des 610 Preamps von Universal Audio gemeint. Und Compression, ja, das ist der nachgebaute 1176-Schaltkreis, der hier drin ist. Auf den bin ich übrigens wirklich schon sehr gespannt. Lassen wir uns gleich mal überraschen, wenn wir damit Musik aufnehmen. Sehr spannend, hier steht dann noch drauf, dass hier zwei Input, zwei Output sind, also zwei in, zwei rein, zwei raus. Und hier steht Mac, PC, iPad und iPhone. Was natürlich auch spannend ist, wenn man das Interface auch mal nebenbei am iPhone betreiben kann oder vielleicht am iPad und damit auch von unterwegs aufnehmen kann, wenn man seinen Laptop, wenn man überhaupt einen hat, dann zu Hause lassen kann und einfach mal eben auf die Schnelle damit aufnehmen kann. Also sehr, sehr praktisch. Aber ich würde sagen, Trommelwirbel haben wir gerade schon gehabt, aber jetzt geht's nochmal los. Wir packen mal richtig aus. Ne? Also Schere dabei und los geht's. So. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was wohl drin ist im schönen Paket. Okay. Hoppala. Oh. Guck mal, wie schön. Steht schon Volt drauf. Also lassen wir uns mal überraschen, was drin ist. Wird ja auch Volt drin sein. Ah, okay. Schön verpackt. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass hier keine Plastikverpackung drumherum ist. Ich habe mich neulich mal in einem anderen Video darüber aufgeregt, dass man Produkte, die sowieso schon x-fach verpackt sind, dass man die noch separat in Plastik verpacken muss, wenn wir unseren Planeten ein bisschen schonen wollen und ein bisschen weniger Ressourcen verbrauchen wollen, ist es sinnvoll, weniger Plastik zu nehmen. Und hier ist das Volt einfach ohne Plastikverpackung drin. Schon mal schön. Ich stelle es mal hier hin. Wir gucken mal, was noch drin ist in der Verpackung. Ah, hier ist noch ein kleines schwarzes Päckchen drin. Gucken wir mal, was da drin ist. Okay, jede Menge Papier. Ah, wer braucht schon Papier? Aber zwei Kabel sind noch dabei. Einmal ein USB auf USB-C Kabel. Das wird dann hier hinten angeschlossen. Ah ja, okay, hier ist der USB-C-Anschluss da. Und ein USB auf Hohlstecker. Ich dachte, wir brauchen kein Netzteil. Achso, man kann wahrscheinlich, ja genau, man kann es hier direkt anschließen und kann hier den Strom auch, wenn nicht genügend Strom über das USB-C-Kabel kommen sollte, also vielleicht am iPad, kann man hier noch ein separates Netzteil anschließen. Es liegt allerdings nicht bei, wenn ich das richtig gesehen habe. Nee, da muss man also, müsste man im Zweifel ein Netzteil dabei haben. Aber gehen wir mal davon aus, dass das Volt direkt so funktioniert.
Und gucken wir mal, was wir jetzt für Bedienelemente als erstes haben. Nehmen wir mal die Rückseite, da sind wir ja gerade schon gewesen. Ah, guck mal hier, ein An- und Ausschalter. Das ist ja spannend irgendwie. Ein An- und Ausschalter, ein Kensington-Lock. Und dann haben wir hier noch die USB-C-Buchse. Dann MIDI. MIDI finde ich auch sehr praktisch, wenn man ein Keyboard anschließen kann. Entweder unterwegs, aber auch zu Hause. Weil die meisten Keyboards heutzutage kommen ja mit einem USB-Anschluss. Aber es gibt halt auch immer noch mal wieder MIDI-Peripherie, die man anschließen möchte. Kann man hier auf jeden Fall auch direkt anklemmen. Und Monitor Out. Ja, das ist Viertel Zoll wahrscheinlich symmetrisch. Damit kann man dann seine Monitore anschließen. Nehmen wir mal die andere Seite. Okay, da haben wir hier die Combo-Buchsen, die hier am Start sind. Bei den Combo-Buchsen kann man sowohl ein XLR-Kabel anschließen, als auch ein Instrumentenkabel reinstellen. Und dann kann man hier auch direkt Instrument einstellen oder halt für beide Buchsen hier wahrscheinlich, also wahrscheinlich für beide Buchsen, schätze ich mal, hier die Phantomspeisung anmachen, damit man damit auch Kondensatormikrofone betreiben kann. Daneben noch der Lautstärkeknopf für den Kopfhörer. Oh, der ist schön schwergängig. Das vermittelt immer so ein schönes Gefühl von Gewicht. Das heißt, auf der anderen Seite vom Knopf ist wahrscheinlich ein Poti, was auch ein bisschen höherwertiger ist, und der Kopfhöreranschluss da. Guck mal gleich mal, wie viel Dampf da rauskommt. Und dann, ich finde diese Pultform ja wirklich schön. Ich finde die wirklich gelungen, dass man hier mit dem Holz an der Seite so das Gefühl hat, dass man irgendwie was Schönes gekauft hat. Also nicht nur was Teures oder was, wofür man gespart hat oder so, sondern einfach, dass man sich was Schönes gekauft hat. Und das ist wirklich sehr, sehr gelungen. Schöne, schöne getragene Farben. Okay, also wir haben hier den Gain-Regler. Staub? Nee. Ach, da ist ein Punkt. Okay, ich dachte gerade, da wäre ein Staub irgendwie, aber das ist ein Punkt für die Nullstellung. Okay, alles klar, für die Komplettausstellung hier. Und dann haben wir hier den Gain-Regler, zweimal natürlich. Dann haben wir hier, da sind die Knöpfe, ne? Da ist einmal der Knopf mit Vintage betitelt, und der Vintage betitelte Knopf wird dann wahrscheinlich den Preamp, weißt du was? Ich habe hier ein USB-Kabel angeschlossen. Wir können ja mal das anschließen und mal gucken, wie die Lampen leuchten. Gucken, passiert nichts. Achso, ich habe ja gerade gesagt, einen An- und Ausschalter. Ne? Machen wir mal an. Ah, okay, alles klar. Okay, hier steht Host. Das heißt, hier die Verbindung zu meinem Rechner ist schon mal hergestellt. Und jetzt haben wir hier die Knöpfe und gucken mal, was die so Schönes machen hier. Also der Vintage-Knopf, der macht dann die Emulation vom 610 an und aus. Okay, das hören wir uns dann gleich mal genauer an, was da passiert. Dann kann man hier anscheinend den Kompressor durchschalten, den 76-Kompressor auf Vocal. Das wird ein Preset sein. Ne? Dann Gitarre. Fast und Off. Off ist auch gut, kann man es auch ausstellen, wenn man es nicht braucht, dass man einfach ohne jegliche Beeinflussung aufnehmen kann. Dann haben wir noch einen Direct-Schalter. Mit dem Direct-Schalter ist es natürlich praktisch, wenn man den hat, denn dann kann man das Signal, was direkt vorne hier über die Buchsen reinkommt, kann man sich direkt mal anhören und quasi das unverfälschte, latenzfreie Signal direkt auf den Ohren haben. Das ist ganz gut, wenn man timingkritische Sachen aufnimmt, wie Schlagzeug zum Beispiel. Oder beim Gesang finde ich es auch extrem nervig, wenn das Signal erst durchs Audio-Interface in den Rechner durch muss, durch die DAW durch und dann erst aufs Ohr geschickt wird. Ich mag es, wenn es direkter ist. Auch beim Gitarrespielen mag ich es direkter. Und da kann man dann hier durchschalten. Orange, blau. Okay, da werden wir gleich mal hören, was da passiert, warum da zwei Farben sind bei der Geschichte. Und hier ist noch der Lautstärkeknopf. Mit anderen Worten, übersichtliches Design, wunderbare Geschichte. Und wir nehmen das ganze Ding jetzt gleich mal auf der anderen Seite, da direkt hinter mir in meinem Rücken unter Strom, und werden dann mal ein bisschen gucken, wie das Ganze klingt. Vor allem, wie die Emulationen von dem 610 Preamp klingen. Und die 1176 Presets, die hier eingespeichert sind. Und das Ganze machen wir mit zwei Mikrofonen, die ich vorbereitet habe. Hier einmal das sehr powerhungrige SM7B von Shure. Das braucht ja wirklich Dampf. Mal gucken, was der Preamp drauf hat. Und ich habe hier noch einen Großmembrankondensator vorbereitet. Von Universal Audio nicht. Der ist von Audio Technica. So ist es da, das 4050. Mit beiden hören wir uns dann gleich mal Gitarre an und gucken mal, wie das so klingt. Dafür nehme ich dich jetzt auf jeden Fall am besten mal rüber mit auf die andere Seite, und los geht's. Also, so, jetzt wird's ernst, und jetzt geht's tatsächlich ausschließlich um den Klang des Volt 276. Du hast ja gerade schon gesehen, wie ich es aufgebaut habe. Ich habe zwei Mikrofone angeklemmt, ich habe einen Kopfhörer angeklemmt, ich habe den USB-Anschluss dran gemacht, habe es natürlich eingeschaltet, nicht so wie gerade, und habe hier die Monitorausgänge angeschlossen, damit wir auch genau hören können, wie das Ganze klingt. Typischerweise geht natürlich das über die Monitorausgänge raus, was auch über den USB-Anschluss dann später in der DAW landet. Von daher ist das absolut repräsentativ. Ich wollte mich nur jetzt wirklich darauf konzentrieren, wie klingt das Volt 276.
276, wie klingt die Vintage-Emulation von dem 610er Preamp und wie klingen vor allem die Kompressoreinstellungen. Dazu nehmen wir jetzt mal meine Gitarre dazu und setzen den Kopfhörer auf. Das heißt, ab jetzt hören wir beide dasselbe, ich über Kopfhörer und du natürlich in deinem Kopfhörer, den du dir anschließen solltest. Im Moment höre ich allerdings noch nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal das Mikrofon, erstmal das AT450 von Audio-Technica anschließen und später dann, habe ich hier schon vorbereitet, das SM7, über das wir dann auch ein bisschen Sprache machen. Das heißt, ich will dich nicht nur mit Gitarre und mit Singer-Songwriter-Krams hier verwöhnen, in Anführungszeichen, sondern es gibt gleich auch noch ein bisschen Sprache und wir machen hier mal ein typisches Setting. Ich finde nur, das Singer-Songwriter-Setting ist relativ repräsentativ, weil man mit einem Mikrofon beides aufnehmen kann. Das heißt, das gilt, also was wir jetzt als erstes hören, gilt auch für das 176, also für die einkanalige Version vom 276 und danach dann natürlich noch Aufnahmen, beziehungsweise zumindest der Klangtest mit zwei Mikrofonen. Jetzt wird es aber wirklich mal spannend. Okay, also klar. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir überhaupt einen Sound aus dem Ganzen rauskriegen. Dazu müssen wir zum einen erstmal hier die Phantomspeisung anschalten. Das habe ich jetzt mal hier aktiviert. Es blinkt ein bisschen und dann ist es scharf geschaltet. Dann können wir den Pegel hochdrehen und ich drehe mal den Pegel hoch. Den können wir jetzt hier ungefähr hier ablesen am Eingang 1. Ich spiele mal Gitarre. Aber wir hören noch nichts. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Direct Input aktivieren, damit das, was hier über den Mikrofonanschluss reinkommt ins Interface, auch direkt und latenzfrei wieder auf unser Ohr gegeben wird. Jetzt drücke ich mal den Direct-Schalter. Mal gucken, wir haben ja gerade schon gesehen, dass der zwei Einstellungen hat. Okay, bei der Orange-Einstellung scheint er die Kanäle zu splitten. Das heißt, ich habe auf der linken Seite habe ich einmal das linke Mikrofon und wahrscheinlich auf der rechten Seite dann das rechte Mikrofon. Und wenn ich jetzt hier nochmal drücke, wird es blau und dann ist alles Mono. Okay, alles klar. Dann kann ich also beide Mikrofone auch Mono abhören, was wichtig ist, wenn du das Volt zum Beispiel für eine Zoom-Konferenz nimmst. Dann willst du natürlich nicht, dass dein Mikro nur links zu hören ist, sondern dass es natürlich auf beiden Seiten zu hören ist. Und da ist es dann wahrscheinlich auch empfehlenswert, den Direct-Schalter hier auf beide Ausgänge zu legen. Vor allem repräsentativ, weil ich dich jetzt besser hören kann, beziehungsweise ich mich jetzt besser hören kann. Du kannst mich natürlich auch hören. Aber wir spielen jetzt mal und ich habe sowohl den Kompressor aus, als auch die Vintage-Schaltung. Wir gucken mal, dass wir richtig einpegeln. Ja, du siehst, wir kommen hier noch nicht in den gelben Bereich rein. Dementsprechend sollten wir auf der sicheren Seite sein und hören jetzt einfach mal nur so ungefähr mit etwas mehr als 20 cm Abstand zum 12. Bund, wie das Mikrofon die Akustikgitarre wiedergibt. Erstmal schöner, klarer Sound. Ich mache es mir noch ein kleines bisschen lauter auf dem Ohr. Okay, wir schalten mal als erstes die Vintage-Schaltung dazu. Das heißt, ich spiele mal ein bisschen, schalte dann währenddessen um. Es gibt eine kleine Verzögerung, aber ich denke, dass du dann den Vergleich trotzdem gut hören können solltest. Also spielen wir mal. Also es scheint sofort brillanter und dreidimensionaler zu werden. Ne? Ich mache das nochmal aus, nochmal. Also gefällt mir auf jeden Fall erstmal gut, klingt auf jeden Fall sehr charmant am Ohr, aber ein bisschen mehr Höhen sorgen bestimmt auch dafür, dass es ein bisschen lauter ist. Das heißt, da müsste man vielleicht nochmal richtig messen. Wenn es nämlich ein bisschen lauter wird, klingt es ja sowieso für unser Ohr schon mal ein bisschen besser. Aber insgesamt scheint es erstmal ein bisschen dreidimensionaler, ein bisschen klarer zu klingen und insgesamt einen etwas anderen Ton abzubilden. Einigen wir uns mal darauf. Ne? Vielleicht kann man das ja auch einfach so verwenden, dass man zwei verschiedene ja, wenn man es wie eine Equalizer-Einstellung nehmen würde. Obwohl, ich glaube, dass da auch einige harmonische Verzerrungen, ein bisschen Obertöne hinzukommen, die das ganze Bild nochmal ein bisschen runder machen. Also bleiben wir mal dabei. Und schalten wir jetzt mal den Kompressor dazu. Mal gucken, was jetzt passiert. Also wir schalten den Kompressor hier auf das erste Setting. Das heißt zwar VOC für Vocal, aber ja, letztendlich sind das ja wahrscheinlich nur grobe Empfehlungen, so wie Presets in normalen Plugins auch. Da hören wir mal, was da genau passiert. Also wir schalten mal um auf VOC. Hey. Also es wird sofort lauter, das heißt vergleichbar ist das jetzt nicht mit dem, was wir vorher hatten. Es wird sofort lauter.
aber es kriegt auch einen anderen Ton. Ne? Also klar, die leisen Teile werden nach oben geholt, die lauteren etwas abgesenkt. Das Ganze kommt so ein bisschen nach vorne, springt so ein bisschen nach vorne. Und spielen wir mal ein bisschen. Ja, scheint auf jeden Fall ein Kompressor zu sein, der ordentlich zugreift, der eine gute Ansprache hat und das ganze Ding wirklich fester anpackt, das Signal. Schalten wir mal weiter auf das nächste Setting, das ist Gitarre. Was, ich schalte einfach mal durch. Ne? Ich blende dir ein, was du hörst. Wir sind jetzt auf Vock und ich schalte dann auf Gitarre, auf Fast und dann wieder auf Off und dann nochmal rum. Und dann kannst du dir schon ungefähr einen Eindruck davon machen, was hier passiert. Also wir starten mit Vock. Stopp mal hier an der Stelle, weil wenn man so vorsichtig spielt, dann scheinen die Unterschiede nicht ganz so groß zu sein, obwohl die Vocal-Einstellung hier schon ein bisschen aggressiver zu sein scheint als vielleicht die Gitarre-Einstellung. Und die Fast-Einstellung wirkt ja noch ein bisschen zurückhaltender, obwohl da wahrscheinlich Attack und Release volle Pulle, also auf sehr schnell eingestellt sind. Aber wenn ich ein bisschen mehr reingebe in die Gitarre, dann kann man wahrscheinlich ein bisschen besser hören, wie die Unterschiede sind. Deswegen mache ich nochmal einen Rundlauf und gebe mal wirklich richtig Gas in die Gitarre, wo du dann hier vielleicht auch am Pegelmeter ablesen kannst, wie viel tatsächlich vom Signal dann noch übrig bleibt, beziehungsweise wie laut es aussteuert, obwohl ich dann richtig Gas gebe. Ich zeige dir mal kurz, wie viel das ist, wenn ich ohne mache. Also ohne Kompressor scheint da die dritte Lampe so gerade zu glühen. Jetzt gehen wir mal auf Vock und dann gucken wir mal, was passiert. Also viel Spaß. Ja, also auf jeden Fall Unterschiede zu hören. Die Fast-Einstellung ist auf jeden Fall mit schneller Attack und Release als solche auch wahrnehmbar. Das Vock-Einstellungspreset oder die Verkabelung da scheint auf jeden Fall deutlich aggressiver zu arbeiten, so kann man es nennen. Und die Gitarre-Einstellung scheint so der goldene Mittelweg zwischen beiden zu sein. Das heißt, wir gucken jetzt mal, dass wir beides aufnehmen, einfach mal, dass ich ein bisschen Stimme mit dazu nehme. Wir machen jetzt also den Vergleich, als wenn es jetzt ein 1,76 wäre. Dazu nehme ich mal hier das Mikrofon ein bisschen mehr nach oben, richte es ein bisschen mehr auf meine Stimme aus, sodass wir hier auf der einen Seite Gitarre kriegen und auf der anderen Seite meine Stimme und stelle das mal erstmal aufs Vock-Setting. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr von meiner Stimme hören hier über das Mikrofon und ein bisschen weniger von der Gitarre, weil die nicht direkt ins Mikro reinstrahlt. Mal gucken, wie sich das für einen echten Singer-Songwriter tatsächlich hier schlägt. Also hören wir mal und ja, das Vintage-Setting lasse ich jetzt einfach an. Das gefällt mir ganz gut für meine Gitarre. Vor allem wertet das ein bisschen meine etwas älteren Saiten auf. Von daher kann man das auch ein bisschen als Cheaten nehmen. Aber spielen wir mal von Bob Dylan die erste Strophe an. Und ich spiele einfach mal hier mit den Knöpfen rum, blende wieder ein, was du da gerade hörst. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning, but it was more than I could do. Oh, your love comes on so strong, and I've waited all day long. For tonight, I'll be staying here with you. Is it really any wonder, love that a stranger might receive? You cast your spell and I went under, and I find it so difficult to leave. I
can hear that whistle blowing. I hear that station master too. Kann man an der Stelle stoppen, auf jeden Fall, bevor ich den ganzen Song jetzt gespielt habe. Aber du merkst schon, die einzelnen Unterschiede sind jetzt nicht so ganz so dramatisch. Nichtsdestotrotz scheint es aber doch einen Effekt zu haben, denn das Vocal-Setting bei den Kompressoreinstellungen ist dann doch deutlich aggressiver als das relativ verhaltene Gitarreinstellungs-Preset. Und das Fast-Setting scheint schon fast ein bisschen zurückhaltender zu sein. Aber man muss es vielleicht auch mit anderen Quellen einfach mal hören. Mir persönlich hat jetzt das Gitarre-Setting mit dem Vintage-Setting für den 610 Preamp am besten gefallen für diese Variante. Aber ich habe ja gesagt, wir nehmen auch noch mal ein bisschen Sprache dazu und nehmen jetzt mal den Klassiker, das Mikrofon. Ich schalte mal hier das, oder schalte, ich drehe das mal wieder ein bisschen zurück. Hier das AT4050, den Großmembraner, und drehe das mal runter. Und wir hören, nehmen jetzt mal das SM7B hinzu und guck mal, was es zunächst einmal bei Sprache macht. Dann nehmen wir es mal vor die Brust. Und jetzt hörst du noch nichts. Ich schalte jetzt mal hier für dich um von meinem Bügelmikrofon auf dieses und wir hören mal, was passiert. Und achte mal drauf, wie viel ich reindrehen muss vom Preamp, weil das ist ein sehr energiehungriges Mikrofon, ein dynamisches Mikrofon. Und deswegen muss ich hier doch deutlich mehr Vorverstärkung an den Tag legen als vorher beim AT4050. So, ich mache hier mal die Schaltung aus, so, und mache jetzt das neue Mikrofon an. Und jetzt drehen wir mal rein. 1, 2, 1, 2, hey, 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 hey. Manchmal habe ich den Eindruck, dass 1, 2, 1, 2, hey, hey nur für Sprecher, für Soundchecks erfunden wurde. So, 1, 2, hey. So, wir sehen, wir steuern hier maximal auf den ersten gelben Balken aus. Das sollte also einigermaßen funktionieren. Ich nehme mal ein bisschen sicherheitshalber zurück. Und jetzt kann man einfach hören, wie das SM7B klingt. Aber wir haben ja gerade schon festgestellt, dass es über den Kompressor und über die Erschaltung nochmal deutlich besser klingt. Vor allem, das SM7B ist ja ein etwas, jetzt nicht so mega brillant als Mikrofon. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Vintage-Schaltung dazu schalte, dann sollte meine Stimme schon deutlich attraktiver sein. Und ich spreche einfach mal einen Text jetzt von der Rhabarber-Barbara und du kannst ja mal hören, was passiert, wenn die Rhabarber-Barbara jetzt hier mit dem Vintage-Setting aufgewertet wird. Es war einmal ein Mädchen namens Barbara. Barbara liebte Rhabarber, deswegen nannte die ganze Welt sie die Rhabarber-Barbara. Die Rhabarber-Barbara eröffnete eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. In dieser Rhabarber-Barbara-Bar servierte die Rhabarber-Barbara Rhabarberkuchen, den alle Welt liebte. Und deswegen war es der Rhabarber-Barbara-Bar. Das ist ja schon durcheinander gekommen, ne? Aber du stellst schon fest, es ist jetzt, wenn es noch nicht ganz so laut ist, der Unterschied noch ein bisschen müh, so. Aber es klingt schon ein kleines bisschen brillanter. Aber wenn wir es jetzt ein bisschen lauter machen, nämlich mit dem Kompressor, habe ich ja gerade schon gesehen, dass der ein bisschen lauter macht. Ich stelle den mal auf das Vocal Setting, dafür ist er ja eigentlich gemacht. So, und jetzt hören wir mich deutlich besser. Und wenn ich jetzt hin und her schalte, einmal das Vintage Setting aus und weiterspreche und dann das Vintage Setting wieder anmache, dann wird die Stimme schon ein deutliches Maß brillanter, runder, auch das, was ich gerade sagte. Es wirkt ein bisschen dreidimensionaler und speziell beim SM7B ist das auf jeden Fall ein Effekt, der mir gut gefällt. Was mir auch gut gefällt, ist, dass ich hier ein bisschen leiser sprechen kann. Ich gebe jetzt mal weniger Energie rein und kann gleichzeitig ein bisschen lauter sprechen. Es ist aber nicht so irre groß, der Unterschied. Das heißt, der Kompressor scheint seinen Dienst zu machen. Das empfiehlt sich also auch durchaus hier für Sprache mit dem 276 zu arbeiten. Und wir schalten nochmal durch. Ich nehme nochmal das Gitarre-Setting. Wie klingt das? Ich spreche mal die Rhabarber-Barbara weiter. Ne? Die Rhabarber-Barbara-Bar. Nee, die, in der Rhabarber-Rhabarber-Barbara-Bar. In Barbaras Rhabarber-Bar wurde Rhabarberkuchen serviert, den mochten ein paar Barbaren sehr gerne. Und diese Barbaren nannte man deswegen die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren. Die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren aßen gerne den Rhabarberkuchen, deswegen waren sie die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren. Ich glaube, ich wiederhole mich. Die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren hatten lange Bärte. Das waren die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bärte. Da die Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bärte regelmäßig gepflegt werden mussten, kam ein Barbier in die Rhabarber-Barbara-Bar. Und das war der Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier. Der Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier aß auch gerne Rhabarberkuchen und deswegen war er der Rhabarberkuchen-Rhabarber-Barbara-Bar-Barbaren-Bart-Barbier. So.
dass das mal klar ist. Okay. Also die Unterschiede waren auf jeden Fall gut zu hören und ich glaube, bei Sprache macht es wirklich auch einen guten Schuh. Ist also auch für Podcasts durchaus zu empfehlen. Podcasts sind ja auch sehr dynamisch da, auf jeden Fall, was das angeht im Bereich Sprache. Also auf jeden Fall auch mit einem dynamischen Mikrofon wirklich wunderbar. Und komm, weil wir können, machen wir jetzt mal beides zusammen. Wir nehmen Gitarre über das AT4050 auf, beziehungsweise spielen jetzt mal und ich singe dazu nochmal. Über das SM7B, klassisches Setting, Großmembranmikrofon an der Gitarre, SM7B für den Singer-Songwriter zum Spielen. Und wir drehen nochmal hier die Gitarre ein bisschen hoch und nehmen hier das Gitarre-Setting. Und auch hier drehe ich die Höhen lasse ich jetzt mal raus. Das heißt also, die Einstellung für den Vintage Preamp lasse ich mal draußen. Mit dem Hintergrund, dass ich, wenn ich ja Höhen reindrehen würde für die Gitarre, dass diese gleichzeitig auch ein bisschen in Wettbewerb tritt mit meiner Stimme. Da sollen aber die meisten Höhen drauf sein, deswegen soll die Gitarre ein bisschen im Hintergrund spielen und deswegen nehmen wir da jetzt mal den Vintage Preamp raus und singen jetzt hier über das SM7B und gleiches Spiel nochmal. Und jetzt mit dem echten Singer-Songwriter-Setting. Ich bin nah am Mikrofon dran, ich habe hier das Vocal-Setting dran, ich habe das SM7B auf Vintage stehen und ich habe die Akustikgitarre hier stehen auf dem Gitarre-Setting ohne Vintage Preamp und wir spielen jetzt eine Runde Bob Dylan. Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Throw my troubles out the door. I don't need them anymore. 'Cause tonight I'll be staying here with you. I should have left this town this morning. There was more that I could do. Oh, your love comes on so strong, and I've waited all day long for tonight when I'll be staying near with you. Is it really any wonder a love that a stranger might receive? You cast your spell and I went under. And I find it so difficult to leave. I can hear that whistle blowing. I see that station master too. If there's a poor boy on the street, then let him have my seat. 'Cause tonight I'll be staying here with you. 'Cause tonight I'll be staying here with you. Also Freunde, ich habe ja gesagt, ich möchte hören, wie es out of the box klingt. Und ich kann nur sagen, ich bin begeistert. Also es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß, mit den Kompressoren, mit dem Vintage-Sound hier zu spielen, sich das Ganze aufs Ohr zu geben. Und ich habe ja noch gar nicht den Computer angeschlossen. Das heißt, ich habe ja also nur für die Stromversorgung, aber ich habe ja noch gar nicht aufgenommen damit. Aber das, was ich jetzt schon höre, macht mir so viel Spaß, dass ich sie auch als Idee zum Beispiel das 276 mitnehmen könnte auf Reisen. Kopfhörer dran, Mikrofon davor und einfach nur für Spaß spielen. Also gar nicht für aufnehmen, sondern einfach nur, weil es cool klingt. Es funktioniert einwandfrei mit dem SM7B. Das macht an einfacheren Interfaces oft Schwierigkeiten, weil es so viel Vorverstärkung braucht. Da muss man normalerweise hier, da greife ich mal kurz nach hinten. Opa, da muss man normalerweise hier so ein Fathead oder ein ähnliches Gerät dran halten. Kann ich mal hier hinlegen. Hier so rein zeigen. Den Fathead muss man dann normalerweise, ist der scharf? Na, mal gucken, vielleicht blende ich den gleich sonst nochmal ein. Also den muss man normalerweise davor schalten. Hier beim 276 nicht. Es klingt fantastisch mit einem Großmembranmikrofon. Ich denke, du kannst dir dein eigenes Bild dann auch wahrscheinlich aus dem machen, was du jetzt gerade gehört hast.
Ich gebe jetzt einfach mal ziemlich baff ab und verabschiede mich bis nächste Woche, denn da werden wir dann eine komplette Bandaufnahme damit mal anhören. Ich werde damit also Schlagzeug aufnehmen, Gitarren aufnehmen, auch E-Gitarren aufnehmen. Ich werde die MIDI-Schnittstelle benutzen, um ein Klavier einzuspielen vielleicht sogar. Und ich werde auch singen natürlich und mehrstimmig. Wie du weißt auf diesem Kanal, ich zeige sehr häufiger, dass sich die positiven Eigenschaften von Geräten dann zeigen, wenn man damit mehrere Aufnahmen macht. Und ich glaube, dass wir alleine aufgrund der Tatsache, dass hier schon Kompressoren und dieser Preamp, diese Vintage-Schaltung eingebaut sind, dass wir alleine schon mit den Vorgaben relativ wenige Plugins brauchen werden, um einen vernünftigen Sound rauszukriegen. Wahrscheinlich ist das eher so ein Sparschwein für Plugins, die man sich dann nachher sparen kann, weil man es einfach schon gut aufgenommen hat. Das nächste Woche, jetzt erstmal viel Spaß beim Knobeln, ob du vielleicht doch das 276 kaufen sollst oder nicht. Ich weiß es nicht, aber wir sehen uns nächste Woche auf jeden Fall wieder und bis dahin wünsche ich dir vom Guten und das Beste, mach's gut und Yasu.